Wunderschönen. Oh, was ist denn jetzt los? So, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir schauen mal, was es hier noch gibt. Ich hoffe, ich komme da rüber, weil da ist auf Garantie irgendwas Geiles versteckt. Muss man nur gut Anlauf nehmen, weil das spielt ja nicht gerade ein Jumpen. Nicht runterfallen. Spielt ja kein Jump'n'Run, deswegen ist es nicht so einfach. Oh! Das war so klar! Das sieht gerade aus, als ob ich mich anstelle wie der letzte Vollidiot, aber ich will eigentlich nur mich in eine gute Position bringen, um Anlauf holen zu können. Und jedes Mal läuft er da auf die Schräge drauf und dann rutscht er halt runter und ich kann nichts machen. Warte, wir laufen jetzt einfach mal. So. So. Okay, es war gar nicht so schwer, das hätte ich auch mit einem normalen Sprung geschafft, das sah nur so aus. Sag bloß, hier ist. Ah, da ist was. Boah, ich hatte kurz Angst. Okay, hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Ach egal, ich nehme alles mit, auch wenn der Schrott ist. Oh, da oben ist ja auch noch einer. Hab gar nicht gesehen, noch eine Leiche. Okay, das war jetzt auch wieder ein bisschen dumm. Haben wir das eigentlich schon geklärt, das Gebiet hier? Ich glaube nicht, ne? Die Haupttruhe haben wir noch gar nicht aufgemacht. Aber wo kommt der denn her? Hallo? Ich hab's schon wieder vergessen. Nur zweimal angreifen. Was nervt halt? Man will immer nicht nur zweimal angreifen. Also natürlich einfach, weil er irgendwie unseren Angriff nicht blocken kann. Und bumm, tot. So war's. Also hier waren echt super viele Raubritter. Ey, wenn die sich alle zusammentun würden, ich gebe dir auf Garantie noch viel mehr Raubritter hier in dem Spiel. Wenn die sich alle zusammentun würden, wären sie wahrscheinlich eine ziemlich große Armee. Und dann würde wahrscheinlich nicht mal ich die platt machen können, es sei denn, also wenn sie alle auf dem Haufen sind. Es sei denn, die stellen sich richtig dumm an. Saufen tun sie natürlich wieder viel, wie immer. Knödel, Bier. Hier ist angeblich noch eine Leiche, ach da. Überreste besser gesagt, keine Leiche. Das war aber auch ein sehr großes Lager, was sie hier eingerichtet haben. Wahrscheinlich alles geklautes Zeug. Da ist noch irgendein Gegner, aber kein Raubritter mehr. So, kommen wir jetzt mal zur Hauptkiste, dass wir das Ding hier geklärt haben. Handschuhschema unübersetzt. Brief mit Befehlen. Assassinose Relikt, sehr geil. In fremder Sprache verfasst, ich weiß. Was ist mit den Befehlen? Hat man die schon mal gelesen? Tagebuch eines Feuerflugers. Ne, das will ich eigentlich nicht lesen. Sondern die Befehle. Ah, das hat man schon gelesen. Ich schon ein paar Folgen her, aber das hat man schon mal gelesen. So, ach ja, Assassinenhose, Moment. Da, Assassinenhose, Relikt. Plus 18, Vitalität ist ein Tick schlechter, Durchbohrungsschaden ist schlechter, Zerschmetternresistenz ist schlechter, Aufschlitzen ist gleich und zweimal gesockelt. Hm. Weiß ich nicht so richtig, ob sich das lohnt, die anzuziehen. Wie sieht denn die aus, wenn ich die anziehe? Eigentlich schlechter. Nee, ich behalte das andere. Egal. So, jetzt zum nächsten Fragezeichen. Das ist hier. Da laufen wir einfach hin, wobei da müssen wir durch die Monster durch, wie es aussieht. Was
sind auch noch die, ne? Die sind total nervig, die Gegner. Die lassen sich nicht auf Nahkämpfe ein, weil sie halt immer nur vollspucken wollen mit ihrer Spinnscheiße. Ich meine, hätte eh nicht gegen die gekämpft, weil wozu, wenn ich nicht muss? Na? Ich bin noch im Kampf, ich kann nicht ernten. Na gut, rennen wir weiter weg. Oh, scheiße, da kommen schon wieder Gegner. Sag mal, du willst unbedingt aufs Maul, hä? Du willst auf jeden Fall sterben. Komm her. Ach ja, und dann, wenn ich kämpfen will, dann hat er wieder keinen Bock und will mich wieder anspucken. Vergiss es. Verzieh dich einfach. Ich bin doch gar nicht mehr im Kampf. Verfolgt er mich immer noch? Krass. Seh nix. Oh, ey, die nerven so krass, das ist der Wahnsinn. Alter, ich dreh durch. Bleib stehen, du Mistding. Meine Fresse, was für nervige Kreaturen. Oh, noch so eine? Nee, komm, hab ich nicht gesehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Meine Fresse. Eieieiei. Also das sind wirklich mit Abstand die nervigsten. So, jetzt können wir eigentlich schon wieder eine Runde meditieren. Wer? Ich muss jetzt wieder mich durch Regen kämpfen. Ne, sieht gut aus. Okay. Das verlassene Städte oder was? Sieht interessant aus. Wahrscheinlich auch wieder von Elfen gebaut. Banditenlager, wieder Raubritter. Ja, hier war ich auch schon mal. Ich erinnere mich daran, dass ich hier hochgesprungen bin. Mich selber getroffen. Ich dachte, es wäre eine coole Idee, von hier oben aus ein paar Bomben loszuwerden. Okay. Haben zumindest ein bisschen Schaden gemacht. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch andere Bomben nehmen. Was haben wir denn noch? Teufel, setzt beim eine Giftwolke frei. Oh, das klingt doch auch ganz gut. Zerstört, blendet Gegner. Setzt die Giftwolke frei. Nehmen wir mal die zwei Sachen. Scheiße. Das war wieder dumm. Ein Sturm. Verdammt. Oh nein, es fängt an zu regnen. Hätte ich noch nicht gesagt. Fuck, wie kann ich das abbrechen? Wie kann ich das abbrechen? Hört das Gift mal auf, oder? Ja, toll. Warum landet denn das nicht da, wo ich will? Alter, das fliegt ja sonst wohin. Ja, komm. Egal. Wie willst du sterben? Wir haben es probiert. Ach, hier ist doch Gift, sehe ich gerade. Sehr gut. Warum muss es denn wieder regnen?
Ach, dieser Bolzenspast wieder. Ich sehe auch wieder nichts mehr. Ja, genau du bist gemeint. Komm her. Wir weiden dich aus. Abschau. Na komm her. Och mein Gott. Einer weniger. Ja, es sind immer noch so viele. Aber Moment mal, ich kann meditieren und wieder heilen. Hm, diese Wolke nervt ein bisschen, weil da kann ja auch vergiftet werden. Die anderen beiden Sachen sind schon geiler. Die anderen beiden Bomben. Samum, lange nicht mehr gesagt. Sehe nix. Scheiße. Jetzt sind beide Armbrustschützen an der Reihe. Kopf ab. Und wie willst du sterben? Ich glaube, den haben wir einen Arm abgehackt. Mann, 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 Mann. Also das ist ein bisschen schade, dass es hier so viele Raubritter gibt. Ich hatte halt gehofft, dass das variiert und es halt auch noch normale Banditen oder wie auch immer gibt und nicht nur Raubritter. Aber okay, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wobei es echt verdammt viele Raubritter... Weißt du, ich fehle. Verdammt viele... verdammt viele Raubritter Kolonien gibt. An tollen Pfeil. Durchsuche die Elfenruine nach wertvollen Artefakten. Danach steck diesen Müllhaufen an und brenn ihn nieder. Was deine Frage zu den Elfenmanuskripten angeht, die du gefunden hast, bring das Schema beim nächsten Wachwechsel mit. Unser Waffenschmied wird sich an die Entzifferung machen. Macht also schon durch diese Befehle Sinn, diese Leichen zu looten, um zu gucken, was die so zu erzählen haben. Gehen wir davon aus, dass das Schema in ihrer Hauptruhe ist, die wir jetzt gleich aufmachen werden. Ein paar Kartoffeln. Eleganter Brief. Schema Sarim, Steiger. Henkerstiefel. Eleganter Brief. Nur persönlich an den ehrenwerten Ritter Sir Antoine Pfeil zu übergeben. Unsere ungewöhnliche Zusammenarbeit hat mir immense Freude bereitet. Ich hoffe, der Herr Ritter erfreut sich bester Gesundheit. Ich habe die letzte Lieferung Elfenskulpturen katalogisiert und sie auf der Stelle vollständig verkauft. Gemäß unserer Vereinbarung hier die Aufstellung unserer neuesten Transaktion. Skulptur
Gian Lorenzo, die Vergewaltigung der Elirena, in Klammern AL Rinen. Käufer Kurt Dizar, 300 novigradische Kronen, abzüglich 35% Transaktionsgebühr. Skulptur Botticelli, Phoebus und Daphne, Käufer Kurt Dizar, 430 novigradische Kronen, bla bla bla. Gian Lorenzo, die Ekstase von Qualci der Blutigen. Rudolf de Jonker, 550. Leider war es mir nicht möglich, den Verkauf von Pietas von Michel Angelach an Brandon und Co. Inc. abzuschließen. Die Firma hat aufgrund angeblicher finanzieller Schwierigkeiten versucht, einen Aufschub einzuklagen. Gerüchten zufolge wurde der Seniorpartner der Firma am helligsten Tage von einem weißhaarigen Hexer ausgeraubt. Was? Aus offenkundigen Gründen stimmte ich einer Verlängerung der Zahlungsperiode natürlich nicht zu. Ein Bote mit dem Gewinn wird an der vereinbarten Stelle warten. Ich meinerseits warte schon ungeduldig auf den nächsten Transport. Jaromir E. Casters. So, haben wir es jetzt geklärt, ja. Dann auf zum nächsten. Mal gucken, ob das auch wieder... Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Banditenlager, wenn das hier in so einer Ruine ist. Scheiß Regen, ey. Das ist auch wieder so oft. Ich reg mich auch jedes Mal wieder drüber auf, aber was soll's. Kann man nichts dran ändern. Wie es aussieht. Ja, ich glaube, reiten hätte ich hier echt nicht können. So querfeldein, wie wir hier laufen. Ach, immer mal schaut ein bisschen die Sonne durch. Es donnert aber noch ganz schön. Speichern. Was ist das für ein lautes Gestöhne hier? Ist vielleicht doch keine Raubritter, die auf uns warten, sondern irgendein krasses Monster. Aber ich tippe trotzdem auf Raubritter. Oh oh. Ist das dieser Totenwald, von der er geredet hat, versteckter Schatz? Ja, es sind irgendwelche Monster, die da rumeiern. Das sind wilde Wölfe? Ja, das sind Wölfe. Ja, das wird dieser Totenwald sein, von dem der geredet hat. Ach du Scheiße. Okay, die Wölfe sind easy, aber der alte Waldschrat macht mir ein bisschen Angst. Alter, können die mal aufhören, hier durchzudrehen, die... Die blöden Vögel. Ich sehe wieder nichts hier. Wir machen gut Schaden, vor allem durch Feuer. Fuck. Alter, da zieht aber auch viel ab. Boah, 3000 durch Feuer. Sehr geil. Ist jetzt unsichtbar? Na komm. Oh, er hat aber auch keinen Bock zu kämpfen, oder? Scheiße, nicht getroffen. Sehe aber auch nichts hier. Oh, ey, meine Fresse. Der Kampf dauert nur so lange, weil der Typ jedes Mal wieder wegrennt. Wir haben aber auch nicht mehr viel Energie. Müssten wir warten, bis wir einen Adrenalinpunkt haben.
Ja, die Hälfte haben wir schon mal weg. Ich will ja nicht wieder sterben, nicht wie so eine gleiche Müllpartie wie gegen den Golem. Och man, jetzt kommen wieder Wölfe oder was? Ja, einer zumindest. Ah, die sind kein Problem. Ruine von Burg Arnskrone. Oh fuck, wir könnten jetzt sterben, weil wir keinen Adrenalinpunkt mehr haben. Moment. Jetzt haben wir wieder Adrenalinpunkt. Geschafft, 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 nice. Puh, das war anstrengend, aber wir haben es geschafft. So, jetzt gehen wir aber erstmal eine Runde schlafen. Ich glaube, die Wölfe brauchen wir jetzt nicht alle looten, oder? Stürmt und regnet immer noch, aber es ist jetzt sowieso Nacht. Das heißt, wir werden dann auch bald mal. Das heißt bald, wir machen es jetzt einfach. Scheiß drauf. Bis zum nächsten Morgen. Schlafen. Hätten wir es nochmal heilen können, fällt mir gerade ein. Das war gerade ein bisschen dumm, aber egal. Graf Romilis Tagebuch Teil 2 und angelaufener Schlüssel. Haben wir Teil 1 schon? Letzte Seiten aus Graf Romilis Tagebuch herausgerissen. Möge die Seuche Anastasia von Burmann und ihr ganzes rücksichtsloses Haus befallen. Ich habe endlich einen Weg gefunden, ihrer tödlichen kleinen Scharade ein Ende zu setzen. Der Schlüssel zur Lösung des Rätsels lag in einem verstaubten alten Folianten in meiner Bibliothek. Diese kleine Schlange wurde von einem Waldschrat markiert. Daher hat das Monster meine Burg angegriffen. In dieser Situation gab es nur einen Ausweg. Ich habe mich angeschlichen, während sie schlief und sie dann erdrosselt. Sie hat nicht einen Laut von sich gegeben. Nun kann ich meine Burgmauern endlich verlassen, den Göttern sei Dank. Die Monstrosität ist zusammen mit diesem verfluchten Kind in die Vergessenheit entschwunden. Ich bin nur froh, dass die Einnahmen aus früheren Missionen sicher in der Schatzkammer der Burg verwahrt sind. Ich muss die Dienste eines Magiers nutzen. Vielleicht wird mir das derartige Vorfälle in Zukunft ersparen. Das geheime Leben des Grafen Romili. Dachte ich mir schon, dass das da ist. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ruine von Burg Arnskrone. In ihrer Blütezeit war diese Burg ein Ort voller Aktivitäten und war der Sitz der Familie Romili. Heute ist sie nichts weiter als eine gefährliche Ruine inmitten eines verfluchten Waldes.